So, meine Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück in der Karriere mit dem AS Rom. Wir wollen jetzt natürlich die Saison hier abschließen, deswegen natürlich wieder ein neues Video in dieser Karriere. Und ja, wir sind mega gut drauf. Conference League Halbfinale gegen Union Berlin. Freunde, ihr wisst es, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil das ist schon eigentlich krass, dass Union Berlin da so weit gekommen ist. Ja, für uns auf jeden Fall eigentlich ein Los, was sehr, sehr gut ist. Union Berlin müssten wir eigentlich auch schlagen. Ja, also wenn man den Kader anschaut, die Mannschaftsstärke, sind wir definitiv im Vorteil. Von daher sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Jetzt in der Liga 35. Spieltag gegen Cagliari Calcio, brauche ich nichts zu sagen. Tabellen-12. Wir müssen punkten. Wir wollen Platz 3 für uns sichern. Wir haben nicht mehr viele Spiele. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Theo Diawara, Pellegrini. Also ich möchte wirklich, dass wir hier die Besten spielen lassen. Wo ist er da? Zack. Pellegrini in der Mitte. Das Gespann muss hier spielen, meiner Meinung nach. Saniolo, Sarabi, Abraham, perfektes Sturmzentrum hier. Und dann sollten wir hier Calcio auch eigentlich zu Hause wegballern, würde ich sagen, ne? Halbe Stunde gespielt. Immer noch 0 zu 0. Jetzt das 1 zu 0 durch Sarabi in der 38. Minute. Sehr gut. Er bringt uns hier in Führung. Was mich sehr freut, auf jeden Fall. Zweite Halbzeit. 60. immer noch 1-0. Jetzt bringen wir Mario rein mal im Sturm. Ist auch der einzige Wechsel, den ich eigentlich vornehmen möchte. Ja. 2-0 Veretout. Sehr gut. 3-0 Majoral hat sich ausgezahlt. Der Transfer, wollte ich gerade sagen. Die Einwechslung. Er macht sein Tor. Wir bleiben auf Platz 3. So, und jetzt können wir mal ein bisschen hier auch Juve beobachten. Was haben sie denn gemacht? Inter Mailand hat auf jeden Fall gewonnen. Ja, die werden wir eh nicht mehr einholen, ne? Juve hat leider auch gewonnen. Neapel ist ja doch auch noch interessant für uns. Also diese drei Mannschaften sind auf jeden Fall noch interessant für uns. Mailand, Neapel und Rom. Mailand hat auch gewonnen. 2 zu 1 durch ein Tor Ibrahimovic. Ne? Lazio gewinnt auch 2-0. Also tapfere Verfolger, sage ich mal. Sind nur 2 Punkte entfernt von uns. Wir haben noch 3 Spiele und können auch 9 Punkte holen. 9 Punkte, das heißt, okay, für uns geht es nur noch um Platz 3. Mailand, Juve ist jetzt 10 Punkte weg, schaffen wir nicht mehr. Ziel ist jetzt, Platz 3 für uns zu halten. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Wir wollen Champions League spielen nächste Woche, nächste Saison, auf jeden Fall. Und natürlich ist es auch wichtig, weil unser Saisonziel die Meisterschaft war und der Vorstand ja deswegen schon nicht so ganz zufrieden ist. Ja, also wir müssen auf jeden Fall die Champions League erreichen. Ansonsten, glaube ich, wird es düster für uns. Jetzt schon das Conference League Halbfinale gegen Union Berlin. Die drei werden jetzt immer spielen. Wir werden jetzt schauen, dass wir wirklich nur noch mit der besten Mannschaft spielen, die wir aktuell hier haben. Rechts würde ich ihn spielen lassen. Santon ist einfach auch schon zu alt. Ja, Innenverteidiger muss Smalling ran. Da haben wir keinen anderen. Okay. Wir spielen erst zu Hause. Muss ein Sieg drin sein, Leute. Kommt schon. Jetzt das 1-0 in der 40. durch Zaniolo. Sehr nice. Auf jeden Fall. Sehr nice. Zweite Hälfte, Freunde. Boah. Okay, jetzt ging es schnell. Das 4-0 hat Sarabi gemacht. In der 54. Und jetzt müssen wir kurz mal auf die anderen Torschützen gucken. Wir gewinnen 4-0. Das ist mega im Hinspiel, ja. Zweimal Sarabi, einmal Saniolo.
Wer hat die anderen Tore gemacht? Nee, wer hat das andere Tor gemacht? Gute Frage hier, Statistik. War ein Eigentor. Das 3-0 war ein Eigentor von Marvin Friedrich. Okay, besser für uns. Wir gewinnen 4-0. Das ist ein richtig gutes Ergebnis, ne? Für das Hinspiel. Auf jeden Fall. So, unsere Leihgabe hier. Shumu Rodov, der Stürmer. Spielstärke zu Beginn 76, Spielstärke jetzt 77. Kommt zurück. Sehr schön. War auch, glaube ich, die einzige Leihe, ne? Fußballer des Monats April, Lautaro Martinez. Und nächstes Spiel, oha, gegen den AC Florenz. Das wird schwierig. Kann ich euch schon mal sagen. Das wird schwierig. Einen Moment mal. So, sind wir wieder da. Genau. So, Meisterprognose. Oh, Meisterprognose sagt, wir landen auf dem dritten Tabellenplatz. 0-0 gegen AC Florenz am 37. Spieltag gewinnen wir 2-1 gegen den FC Bologna und am 38. Spieltag 1-0 gegen den FC Turin. Also, wenn es so steht, am Ende bin ich safe zufrieden für unsere Ligasaison. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Pellegrini, also die drei müssen auf jeden Fall safe spielen. Sharawi spielt auch auf links. So, Abraham am besten im Sturm, denn der ist gerade richtig gut drauf. Saniolo rechts. Perfekt. Ne, warte mal, Linksverteidiger. Spinazzola. Ja. Ja. So. Da würde ich sagen, auf geht's. 36. Spieltag. Kommt schon, Leute. Kommt schon, bitte. Ja. 1-0 Saniolo. Wir gehen hier in Führung. Sehr geil. Ich feiere das wirklich, ey. 2-1 wäre tu okay. Schau, wie hat die gelbe Karte bekommen? Schwierig. Wir bringen mal Vinicius vorne im Sturm. Vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung auch. Wir würde ich jetzt einwechseln für Cristante. Genau. 3-1 wäre du. Sehr geil. 3-2. Aber wir bringen es über die Bühne und nehmen die drei Punkte hier mit. Jawohl. Das heißt, wir bleiben auf Platz 3. Zwei Punkte jetzt vor dem AC Mailand, der auch 2-0 gewonnen hat. Das ist für uns jetzt noch wichtig. Nur die Nachfolger hier. Neapel. 1-1 gespielt gegen Lazio. Das ist sehr gut. Also da sind wir jetzt schon 4 Punkte entfernt. Okay, sehr nice. Wir haben noch 2 Spiele, Freunde. 2 Spiele. Boah, wir sind noch 2 Spiele von der Champions League entfernt. Direkte Qualifikation der Champions League. Ja, 1, 2, 3. Wäre auf jeden Fall über krass. Für die erste Saison finde ich das vollkommen okay. Aber noch ist nicht vorbei. Wir sind noch safe hier in der Conference League. Jetzt das Rückspiel gegen Union Berlin, wo wir im Hinspiel, wo wir im Hinspiel ja 4-0 gewonnen haben. Also wir haben eine gute Ausgangsposition hier, ja. Wir schauen gleich mal. Ach nee, können wir gar nicht, ne? Das ist auch so ein Manko. Dass man nicht schauen kann, dass dieser Wettbewerb ist eigentlich gar nicht
hier mit drin irgendwie, ne? Man kann gar nicht gucken, welche Gruppen oder welche Vereine überhaupt damit bei sind. Dann schauen wir einfach gleich nach dem Spiel hier. In den Ergebnissen kann man es dann sehen. Komischerweise. So. Ja, das Problem ist, wir haben da zwar 4-0 gewonnen, aber wollen wir wirklich nur mit denen hier spielen? Ich weiß nicht. Das ist mir ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. So. Sharawi auf links. Smalling, ja. Sechste, fünfte muskuläre Probleme. Der ist morgen wieder fit. Muss Smalling nochmal ran jetzt. Rückspiel in der Conference League. Halbfinale gegen Union Berlin, diesmal auswärts. Hinspiel 4-0 gewonnen. Sagnoli macht wieder das 1-0 in der 23. Minute. Hat jetzt, glaube ich, in den letzten drei Spielen immer das 1-0 geschossen. Auf jeden Fall stark. Sharawi, Note 4 mit einer gelben Karte nehmen wir mal raus jetzt. Packen wir Sagnoli mal auf links, Maldini auf rechts. Veretout. Okay, 2-2 am Ende. Aber wir sind trotzdem weiter. Genau, wir gewinnen 6-2 nach Hin- und Rückspiel und stehen im Conference League Finale und zwar gegen Celta Vigo, meine Freunde. Die haben gegen Lokomotive Moskau im Hinspiel 3-0 gewonnen und im Rückspiel auch 1-1 gespielt. Wir stehen hier im Finale gegen Celta Vigo und da müssen wir mal gucken, wo die eigentlich stehen, ne? Das können wir gleich mal nachschauen. So. Wir sind noch zwei Spiele vom Saisonende, beziehungsweise drei Spiele vom Saisonende entfernt. Jetzt gucken wir erstmal hier in den Statistiken. Celta Vigo ist ja. Ups. Celta Vigo. Geben das hier einfach mal ein. Dann brauchen wir nicht lange suchen. Ach so, ich gucke bei England. Das ist Spanien, ja. Aktuell auf Platz 7. La Liga. Oh ja, die haben auch einen guten Kader, ne? Jo, das wird auf jeden Fall nicht leicht. Definitiv einen guten Kader, muss ich ja sagen, ne? Bin ich am. Okay, da bin ich gespannt. Das wird ein gutes Spiel, glaube ich. So, jetzt gegen Bologna in der Liga. Cristante, Pellegrini. Veretout kriegt jetzt mal eine Pause, weil er nicht mehr ganz so frisch ist. Da wird Vea von Anfang an spielen. So. Castrop auf rechts und Spinazzola natürlich auf links. So, Zalewski links, Sharawi ist, okay, Sharawi ist gesperrt. Dann wird Zaniolo da auf links mal spielen. So, wir wollen den dritten Platz behalten. Zu Hause gegen Bologna am 37. Spieltag. Oh, rote Karte. Nicht gut. Ja, und jetzt gehen sie in Führung. Arnautovic. Oh, 2-0. Ich glaub's nicht. Unfassbar. 2 zu 1 durch ein Eigentor und 3 zu 1 am Ende. Mann, wir bleiben auf dem dritten Tabellenplatz, aber jetzt nur noch ein Punkt von Lazio entfernt. Und Mailand könnte uns auch noch einholen. Das heißt,
Wir müssen auf jeden Fall das nächste Spiel gewinnen. Denn sonst können wir, ich glaube, Neapel wird es nicht mehr schaffen, weil wir ein besseres Torverhältnis haben, glaube ich. Weiß es nicht genau. Wir müssen gewinnen. Wir müssen das nächste Spiel gewinnen. Ärgerlich. Ja, vorzeitig Meister Inter Mailand. Glückwunsch an dieser Stelle. Aber gegen den FC Turin, den Tabellen 16., da müssen wir einfach Punkt, da müssen wir die 3 Punkte jetzt nochmal holen. Denn sonst können wir das hier vergessen. Der letzte Spieltag in der ersten Saison der Serie A. So, Vinicius ist frustriert. Hat ganz gut gestartet bei uns, muss ich sagen. Hat dann ein bisschen abgebaut. Schade eigentlich. Hat dennoch in 39 Spielen 20 Tore erzielt, 10 Vorlagen gegeben. Hat dann aber auch nicht mehr ganz so regelmäßig gespielt, ne? So, Sharawi auf jeden Fall hat sich sehr gesteigert, finde ich, die Saison. Okay, ansonsten ist da nichts bei. Wir gehen kurz nochmal in die Spielergespräche hier. So, Kumpula. Vinicius. Mancini. Abraham hat sich auch gemacht in den letzten Spielen. Habe ich ja gesagt. 36 Spiele, 16 Tore gemacht. So. Das letzte Spiel in der Serie A gegen den FC Turin. Freunde, da haben wir die Ligasaison beendet und stehen dann nur noch im Conference League Finale gegen Celta Vigo. Aber das ist jetzt ein richtig wichtiges Spiel für uns. Wir müssen hier 3 Punkte einfahren, ansonsten können wir abrutschen bis auf Platz, ich glaube, 6. Ja. Und das wäre richtig bitter für uns. Das wäre richtig bitter für uns. Also, wir spielen natürlich mit den besten Spielern, die wir jetzt hier haben. Ibanez. Ach so, Mancini ist noch verletzt. Okay. Oder so. Rechts Saniolo. Abraham vorne im Sturm und als Rechtsverteidiger Wagnermann. Ja. Gut. Okay. Also, wir machen das jetzt einfach mal so, dass wir hier nochmal eine Siegprämie ansetzen. 30.000. Nee, das wichtigste Spiel des Jahres ist es jetzt nicht. Wir müssen es trotzdem gewinnen. Wir müssen einfach gewinnen. Wir müssen. Kommt schon, auf geht's. Oh, Turin geht in Führung. Ich fasse es nicht. 1:1 Pellegrini. Oh, Mann, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Kommt schon, Leute, wir müssen hier ein bisschen Gas geben jetzt. So, zweite Hälfte. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Wir gewinnen das Spiel mit 2:1 und gehen wieder hoch auf Platz 3 vor Lazio Rom und ergattern uns somit noch den dritten Tabellenplatz, Freunde. Ich bin sehr, sehr glücklich.
an dieser Stelle. Wir haben die direkte Qualifikation zur Champions League. Und ja, mega. Ich finde es einfach nur geil. Wir können damit sehr, sehr zufrieden sein. Wir haben eine ganz starke Saison gespielt. Ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Leistung hier. Barella wurde von seinen Kollegen zum besten Spieler der Saison gewählt. Lautaro Martinez, nee, Lautaro, nicht Lautaro. Lautaro Martinez wurde mit 28 Toren Torschützenkönig. Ja, war sehr geil. Ich freue mich. Torwart des Jahres, okay. Sehr nice. Wenn wir jetzt noch das Finale gewinnen in der Conference League, dann fresse ich einen Besen. Dann bin ich mega zufrieden. Wirklich. Das wäre voll genial. So, und guck mal kurz auf die Rangliste des Fußballs hier. Ihr kennt das natürlich. Hier ist zum Beispiel in der Innenverteidigung ist Ibanez mit am Start hier. Der 23-jährige Brasilianer hat sich sehr, sehr gut entwickelt hier. Freut mich auf jeden Fall. Außenbahn. Defensiv haben wir jetzt keinen dabei. In der Offensive Charavi, Saniolo mit am Start hier. Saniolo auch ist 22, ne? Ist noch ganz jung. Hat auf jeden Fall noch eine krasse Zukunft vor sich hier. Charavi hat sich entwickelt. Also, finde, Anfang der Saison hat er nicht so die Leistung gezeigt, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er kam nicht so richtig rein. Und dann auf einmal ist er so explodiert, hat seine Tore gemacht, hat in 41 Spielen 20 Tore geschossen. Ist auf jeden Fall ganz stark, finde ich. So, 23 Spiele in der Liga, 7 Tore, okay, aber die hat auch nicht alle von Anfang an gespielt, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ist okay, ne? Für den Linksaußen 7 Tore könnten natürlich mehr sein, aber besser als gar keine. Dann haben wir hier Mittelfeld offensiv. Pellegrini auf jeden Fall ganz oben, ganz weit oben. Dann wäre Tor Cristante, die drei sind natürlich überhaupt gar nicht wegzudenken. Da aus unserem Mittelfeld. Ne? Und im Sturmzentrum Abraham oben mit dabei. Ne? Auf Platz 4. Ja. Da wissen wir auf jeden Fall, was wir an ihm haben. Hat sich auch im Laufe der Saison gesteigert. Ist auch nicht so ins Spiel gekommen, finde ich, wie Charavi. Hat dann aber doch seine Tore gemacht, wo ich ihn jetzt in den letzten Spielen von Anfang an gebracht habe, auf jeden Fall verdient. So, dann gucken wir mal, was wir da für ein Liga-Preisgeld kriegen. Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung, machen wir natürlich mit Volkswagen, war es, glaube ich. Ah, jetzt habe ich das weggemacht. Shit. War ich gerade zu schnell mit dem Klicken? Okay. Gut, können wir gleich mal in die Finanzen reingehen. Vielleicht kann man das da nochmal sehen. 11 des Jahres, ja, würde ich gerne loben, aber geht nicht. Du hast gut trainiert. Ne, du hast dich in dieser Saison sehr verbessert. Machen wir es mal so. Cristante genauso. Kumbulla können wir leider nichts sagen. Okay, ja, Saisonziel verfehlt, ne? Beruft ein Meeting zur Nachbesprechung der Saison ein. Er ist unzufrieden, weil das Saisonziel verfehlt wurde. Ja, Saisonziel war halt Meisterschaft, ne? Das ist halt schwierig, ne? Wenn man da noch Inter Mailand und Juve vor einen hat, ist das echt schwierig. Ich würde jetzt einfach mal hier nochmal mit dem Vorstand sprechen. Okay, es geht nicht. Weil wir schon gemacht haben, glaube ich, ne? Aber Vorstandsvertrauen ist ja noch im grünen Bereich. Also wir sind ja nicht im roten Bereich, ne? Von daher glaube ich schon, dass sie an mir festhalten. Ich glaube nicht, dass wir gefeuert werden. Wir stehen ja auch noch im Conference League Finale, ne? Gucken, was da noch geht. So, Auf- und Abwertungsrunde. Tammy Abraham bekommt kein Punkt dazu, Kopfballspiel aber verbessert. Veretout bekommt einen Stärkepunkt dazu, gute Leistungen. Saniolo bleibt bei 82, präzise Vorlagen gegeben. Ibanez auch bei 81, Stellungsspiel verbessert. Cristante, schlechtes Timing beim Kopfball. Charavi, viele Tore erzielt, bleibt aber bei 79er Stärke. Kumbulla
Stellungsspiel verbessert, bleibt bei 77, schlecht sein beim Kopf von Majoral. Ja, da kann ein bisschen mehr kommen, ne? Wiener hat sich auch gut eingelebt bei uns, bleibt bei einer 77 und hat sein Stellungsspiel verbessert. Genau wie Calafiori, bekommt auch einen Stärkepunkt dazu, der 20-Jährige. Carlos Vinicius bleibt bei einer 76, gute Leistung gezeigt, allerdings hätte ich mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr Konstanz in seine Leistungen bringt. Ja, hat gut angefangen bei uns, hat seine Tore erzielt, aber dann hat man so nach ein paar Spielen gemerkt, okay, jetzt ist die Luft raus. Schade eigentlich. Hätten wir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Lucas Zidane, ja, keine Spielpraxis, ist klar, ne? Theo hat ein paar Einsätze gehabt auf jeden Fall, hat viel von seinen Mitspielern gelernt, Kopfballspiel verbessert, einen Stärkepunkt dazu gewonnen. Finde ich gut. Ja, sieht auch hier ganz gut aus, seine Stärkepunkte. Definitiv nice. So, hier haben wir nämlich noch einen Zidane-Bruder. Den würde ich gerne ins Blickfeld nehmen. Okay. Haben wir im Blickfeld, hat jetzt erstmal das Angebot abgelehnt. Aber ist okay, ne? So, was haben wir hier noch? Luca. Enzo haben wir noch, aber der ist schon 27, ne? Den brauchen wir dann eigentlich auch nicht. Mit 27 kann man nicht mehr viel entwickeln. So, das ist das Problem halt. Also, mein Tipp mache ich ja immer stärkemäßig. Wir landen auf Platz 6. Wir sind auf Platz 3 gelandet hinter Juve und Inter Mailand. Und das ist wirklich stark. Also wir haben Lazio hinter uns gelassen. Wir haben AC Mailand hinter uns gelassen. Neapel, Bergamo, Florenz. Da sind wirklich schon ein paar Vereine, die wir da hinter uns gelassen haben. Wir können zufrieden sein mit Tabellenplatz 3. Wir spielen nächste Saison Champions League und alles andere brauchen wir gar nicht zu erwähnen jetzt. Jetzt wollen wir natürlich, das Einzige, was wir jetzt noch wollen, ist den Pokal in der Conference League. Und dann kann man eigentlich hier vollkommen zufrieden sein. Auch der Vorstand. Da gibt es eigentlich nichts. Nichts zu meckern. Hoffe ich, dass wir nächste Saison hier noch bleiben. So, Torjäger. Abraham 14 Tore als Leader der Liga, ne? Echt schon gut, ne? So, wir können mal hier gucken. Martinez wird Torschützenkönig. Bester Torschützenkönig hier. Benzema, José, was ist das denn für einer hier? 30. Dybala, auch 26 Tore erzielt, ne? Nicht schlecht. Lukaku feiere ich auch. Morata ist auch dabei hier, 24 Tore. Der kostet auch gar nicht so viel, den können wir ins Blickfeld nehmen. Vardy, Rashford ist auch stark, aber der ist auch zu teuer, ne? 100 Millionen, wer soll das bezahlen? Hazard ist für mich kein Stürmer. Kramaric. Mbappé ist auch zu teuer. Luis Suarez auch schon 35, aber immer noch ganz stark, ne? Immer noch ganz stark. Kostet auch fast nichts mehr, ne? Das wäre auch nochmal eigentlich ein krasser Transfer, ne? Luis Suarez. 55 Spiele, über 30 Tore. Boah, den würden wir sogar kriegen, ey. Alter. Alter Falter, aber 35, ne? 35. Dennoch immer noch krasse Stärke, ne? Das ist, wir packen ihn mal ins Blickfeld. Das werde ich mir echt überlegen. Dembélé, Lewandowski. Lewandowski will nicht. Was mit Benzema? 34. Nee, will auch nicht. Aber Luis Suarez wäre schon krass eigentlich, ne? Das wäre schon krass. Naja, jetzt stehen wir erstmal hier vor dem wichtigsten Spiel der Saison, Freunde. Das Conference League Finale gegen Celta Vigo. Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, würde ich jetzt mal so behaupten. Hm,
So, machen wir das. Abraham von Anfang an, ganz stark in den letzten Spielen. Muss auf jeden Fall von Anfang an spielen. So. Die Mannschaft muss es richten, Freunde. Ne, Diawara. Moment, Moment. Veretout hier. So. Die Mannschaft muss es richten. Und es muss verdammt nochmal klappen. Zusätzliche Siegprämie auf 50.000. Wichtigstes Spiel des Jahres auf jeden Fall. Kurz nochmal ein paar Spielergespräche führen. Bevor wir hier in dieses wichtige Spiel reingehen. Ne? Ich hoffe, dass wir das rocken. Ich hoffe es wirklich. Das wäre einfach nur mega geil. Mega geil. Ich würde das echt feiern. So, komm schon. Maldini in der Saison sehr verbessert. Okay. Sind wir durch? Ups. Wir gehen nochmal eine Runde Golf spielen. Bevor wir uns hier reinbegeben. So. Jetzt geht nichts mehr. Bitte, bitte. Seid gut drauf. Holt uns den Pokal hier. Nach Hause. Auf geht's. 1-0 Sharawi, 2-0 Veretout. 2-0 zur Halbzeit, Freunde. Alter, wie geil ist das denn, ey? Wie geil ist das denn? Zweiten 45 Minuten. 3-0 Ibanez, ich fasse es nicht. Aspas. Anschlusstreffer und wir gewinnen dieses Spiel mit 4-1. Freunde, also was soll man dazu noch sagen? Sharawi ein Tor, Veretout ein Tor, Ibanez ein Tor und dann hier noch ein Eigentor von Mendes und Aspas macht noch den Anschlusstreffer zum 4-1 und wir gewinnen dieses Conference League Finale ganz, ganz stark. Ja, was soll ich noch sagen? Mir fehlen gerade echt so ein bisschen die Worte. Wir haben eine richtig gute Saison gespielt. Platz 3 in der Liga, direkte Champions League Qualifikation und jetzt hier das Conference League Finale gewonnen. Was will man mehr? Wirklich, in der ersten Saison ist das herausragend. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. So, das ist einfach geil. Ich feiere es und ich freue mich, dass wir die Saison so gut abgeschlossen haben. Jetzt können wir es nochmal sehen hier. UEFA Europa Conference League Finale, Triumph des AS Rom, ein schöner Pokal, den wir uns jetzt ins Regal stellen werden. Sehr schön, unser erster Pokal, den wir jetzt zusammen gewinnen in der ersten Saison und somit stehen wir am Ende der Saison, Freunde. Wir haben es geschafft, die erste Saison abgeschlossen sozusagen und ja, war auf jeden Fall eine spannende Saison, ein spannendes Ding hier auf jeden Fall auch. Wir haben ja nicht so viele Spieler dazu gekauft sozusagen. Wir haben ja eigentlich überwiegend mit den Spielern gespielt, die da waren. Und dafür finde ich es einfach nur geil. Also wir haben natürlich ein bisschen ergänzt mit Theo, mit Maldini, mit Vinicius, mit Magnumann. Aber es sind alles keine gestandenen Stammspieler sozusagen. Ja? Die waren ja alle schon da. Deswegen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat die Saison auch gefallen. Ich denke mal schon, weil es war einfach geil. Ja? Wir haben es gekrönt jetzt mit dem dritten Platz in der Liga und mit dem Pokal jetzt in der Conference League. Und ja, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf die kommende Saison. Ich freue mich darauf, was wir vielleicht noch für Transfers tätigen. Voraussichtlich, Transferbudget ist jetzt nicht so hoch. 27,4 Millionen, okay. Müssen wir mal gucken, was da noch drin ist. Vielleicht gehen wir den einen oder anderen auch nochmal ab. Gerade im Sturm ist auch ein bisschen, glaube ich, überbesetzt. Da müssen wir nochmal gucken. Ansonsten bin ich gespannt. Ich lasse alles auf mich zukommen und ja, ich hoffe, ihr seid natürlich auch wieder am Start. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Kommentiert auch gerne das Video, lasst ein Abo da und bis zur nächsten Folge. Genau. Peace out. Ciao.